Ja, meine lieben Freunde, so, ich habe meinen Fehler gefunden und ich habe jetzt auch einen Zündfunken. So, ich versuche euch das mal zu erklären. Vielleicht ist es für den einen oder anderen auch interessant, der mal mit so einem Exoten liebäugelt. Ja, weil da gibt es ja so ein paar Besonderheiten bei dem Auto. So, erst einmal haben wir ja keine normale Zündanlage hier, sondern wir haben ja diese Hochspannungskondensatorzündung, die befindet sich ja hier drin. Und ich musste da auch 6 oder 7 Mal lesen. Auf jeden Fall ist es so, der Unterbrecher ist wirklich nur ein Signalgeber. Da läuft kein Zündstrom drüber. Das heißt, der Unterbrecher gibt ein Signal an an die Steuerbox, und die Steuerbox, wird was generiert, läuft hier auf den Zündtrafo, genau, Zündtrafo, keine Zündspule, und der erzeugt dann im Prinzip die Hochvoltgeschichte, damit du hier einen Zündfunken hast. So, das erste, was ich gemacht habe, ist, ich habe natürlich ein bisschen recherchiert. Es gibt hier einen Minuspol, den habe ich jetzt erstmal stumpf hier auf Masse gelegt, damit ich richtig Minus habe, damit ich ausschließen kann, dass zum Beispiel das Kabel irgendwie gebrochen ist. Warum man das auch wieder zur Steuerbox gelegt hat, weiß ich nicht. Das nächste ist, an dieser Steuerbox auf dem Pin 8, das ist ganz hinten der erste, ist ein rotes Kabel. Entschuldigung, an der Steuerbox, an Pin 8, ganz hinten, hier hinten, wo mein Finger ist, ist ein rotes Kabel, das ist plus 12 Volt. So, die 12 Volt, wenn ich die Zündung angemacht habe, nur die Zündung angemacht habe, dann lagen die auch an. Aber sobald der Anlasser, ich den Anlasser habe drehen lassen, ist mir die Spannung zusammengebrochen auf 9 Volt oder so. Und das Problem war ein Kontaktproblem am Zündschloss. Da gibt es eine Zündplatte, die kann ich auch gerne zeigen. Da gibt es eine Zündplatte, ich muss mal gucken hier mit meinem Auto, das ist nämlich ein Stück vorgerollt. So, hier unten gibt es eine Zündplatte. Jetzt muss ich gucken. Da ist eine Zündplatte. Ich hole ein Licht. Das ist schon wieder zu dunkel. Mal eben ein Lichtlein holen hier für euch. So, ein Lichtlein. Hier ist die Zündplatte. Und diese Zündplatte hat innen drin Kontakte. Die habe ich rausgenommen, alle sauber gemacht und wieder eingebaut. Achtung, da sind ein paar Federn drin. Nicht, dass die euch wegfliegen. So, und dann hatte ich auch ordentlich Spannung an meiner HKZ-Anliegen, auch wenn der Anlasser gedreht hat, und ich hatte auch einen Funken. Einen Funken im Ruhezustand und einen Funken auch, wenn ich gesagt habe, so, starte jetzt. Und somit steht einem Start des Motors, der erste Start, nichts mehr im Wege. Jetzt bin ich ein bisschen aufgeregt, muss ich gestehen. Einige Dinge habe ich noch gemacht. Und andere Dinge habe ich einfach noch zu tun. Und zwar, ich habe natürlich erstmal Kühlwasser aufgefüllt. Ja, da merke ich gerade, dass der Deckel gar nicht richtig dicht ist. Fertig. Genau. Hydrauliköl habe ich aufgefüllt. Ich habe Motoröl kontrolliert. Somit ist erstmal hier der ganze Kreislauf, was Motor angeht, erstmal erledigt. Das nächste, was ich machen will, ich will die Bremsen befüllen und entlüften. Und ich habe mir meinen Auspuff vorgezerrt. Der hier liegt, den will ich unten drunter, weil im Moment ist nur der Krümmer und ich will den hier nicht nur mit Krümmer laufen lassen, muss ich gestehen. So, jetzt bin ich hier noch bei den Blechen dabei, die habe ich jetzt gerade angeschraubt. Jetzt habe ich festgestellt, da fehlt mir bei dem Blech, was ich repariert habe, noch ein Loch. Da muss ich jetzt noch 2 Löcher bohren und dann kommt der erstmal unter das Auto. Das ist jetzt das nächste und dann werde ich den nochmal versuchen zu starten. Das heißt nochmal, überhaupt versuchen zu starten. Und da seid ihr natürlich mit dabei. Also ihr seid live mit dabei, wenn ich gleich die Kiste das allererste Mal versuche zu starten. Ich habe die Benzinpumpe schon laufen lassen. Sprit ist im Tank und kommt hier vorne auch schon an. Also Benzin kriegt er. Jetzt müssen wir halt gucken, ob er dann anspringt. Aber vorher, wie gesagt, quäle ich mich jetzt einfach noch einmal und lege mich unter das Auto und bastel irgendwie diesen verfluchten Auspuff darunter. Das ist, glaube ich, die letzte Aktion unterm Auto. Und er ist auch nicht mehr gebockt. Das heißt, das wird richtig eng da unten drunter. Ja, wie gut, dass ich so schlank bin, ne? Genau.
Ich hole euch dazu, wenn wir zum Startversuch kommen. Ja, meine Lieben, so ein bisschen hat sich schon wieder was getan. Aber ich will euch einfach mal zeigen, wie lange es ungefähr dauert, ja, bis man so eine Stoßstange wieder auf Vordermann gebracht hat. Also hier innen drin ist zum Glück alles nur Dreck. Aber hier, da bin ich halt wieder penibel, ne? Rost, ja, Rost, Rost, Rost. Da bin ich gerade dran. Das habe ich jetzt erstmal so grob mit der Drahtbürste so ein bisschen angeschrubbt, das Ganze. Jetzt kommt Umwandler drauf, 24 Stunden warten und dann kann ich da Farbe drauf machen. Ja, ich werd versuchen, die vorher noch so ein bisschen zu polieren, damit die schick ist. Und das eigentliche, so rum, ja, eigentliche Kennzeichenhalterung, die hier, das muss ich gucken, da drüben sitzt, die war total verbogen. Und ja, die lasse ich natürlich auch nicht so und auch vergammelt. Und die habe ich jetzt auf die Werkbank genommen zum Richten und so weiter. Ja, das geht jetzt auch seinen Gang. Kommt natürlich auch Farbe drauf. So, der Motor. Der Motor sieht jetzt so aus und wir machen gleich noch den ersten Startversuch. Ja, ich hoffe, das funktioniert auch mit Luftfilter. Er kriegt ein bisschen Bremsenreiniger da rein. Wie gesagt, Luftfilter schon drauf gebaut. Ich habe jetzt die ganze Elektrik ordentlich gemacht. Das, was ich gesagt habe, hier mit den Lüfterklemmen, das ist erledigt hier. Ja. Das ist auch ordentlich. Habe nochmal einen Stecker erneuert. Ja, mit einem Kumpel zusammen, der war gestern Abend noch da, mein Elektromeister eben, der wollte das ganz genau machen, der hat da noch so ein bisschen mehr auf bestimmte Dinge, auf Details geachtet wie ich, finde ich aber auch gut, ne? Somit ist das hier alles schicki und grün und wir machen wie versprochen gleich den ersten Startversuch, wie gesagt ein bisschen Bremsenreiniger vorne rein und ich hoffe, dass er dann kommt und mal gucken, wie der läuft und vor allen Dingen, wie er qualmt. Ja, wahrscheinlich ist die ganze Bude blau hier. Wir sehen uns gleich wieder. So, dann wollen wir mal gucken, ob das Ding irgendwie zuckt oder was es auch immer macht. Ich habe jetzt ein bisschen Bremsenreiniger vorne in Luftfilter gemacht und jetzt ungern mit dieser dreckigen Hose hier ins Cockpit. So, also die Leuchten sind schon mal alle da. Ja, mein Tank zeigt mir auch ziemlich viel an. Und dann gucken wir mal. Ah, ein bisschen Sprit haben wir auch. Jetzt treten wir mal. 1, 2, ohne Gas. Okay, da ist er. Da ist er. Yes! Ja, ist das geil. Er läuft ein bisschen unrund noch und ein bisschen tief. Und gleich ist er aus, wenn ich mich nicht beeile. Nehmen wir mal einen Vergaser. Wollen wir mal an den Vergaser gehen. Oh, hier läuft irgendwas raus. So, ich würde sagen, der läuft erstmal. Noch nicht gut, da muss ich noch ran. Ja, da muss ich noch mal ran. Ja, meine Lieben, wieder ein paar Tage vergangen und es ist auch ein bisschen was passiert. Ich habe den Motor versucht ein bisschen einzustellen, der läuft immer noch nicht rund und da wollte ich die Bremsen entlüften, weil ich wollte die Kiste einfach mal rausfahren. Ja, und wie ich gesagt habe, der Teufel steckt im Detail und zwar, was seht ihr? Ja, das ist die Schubstange von meinem Hauptbremszylinder. Denn der ist undicht. Ganz toll. So, jetzt habe ich mich im Internet auf die Suche nach irgendwelchen komischen Gummis gemacht, die ich natürlich wieder nicht gefunden habe. Bis auf diese Prömpelgummis, wo die Becher mit eingesetzt werden. Die habe ich gefunden. Habe ich auch bestellt. Heute ist Freitag. Ich habe die gestern Abend bestellt. Also nächste Woche TÜV. Ja, das wird wohl nichts werden. Ja, was ist da noch passiert? Ich war ja am Lackieren, hatte ich ja gesagt. Das ist jetzt erstmal abgeschlossen. Tür 1, Fahrertür, Beifahrertür, alles noch nicht geschliffen. Jetzt ist jetzt erstmal der Klarlack drauf gekommen, die müssen trocknen. Morgen kann ich schleifen, polieren und dann können die ans Fahrzeug ran. Und ich hoffe, dass mir das wenigstens gelingt. Ohne Schramme, ohne ähnliches. Das war ein Riesenaufwand, die Dinger jetzt nochmal zu lackieren. Weil das Beilackierte, das gefiel mir alles nicht. Die Dellen da drin, das gefiel mir nicht. Denn die Dellen sind jetzt, das sieht noch nicht schön aus, spiegelt noch nicht richtig, aber die Delle
ist komplett, es sind alle Dellen raus. Bei der anderen Tür genau das gleiche. Ja, wie gesagt, Motor läuft, es ist alles zusammen. Ich habe neue Räder bestellt, also Gummis letztendlich. Wusste gar nicht, dass die noch einen Schlauch hatten. Da muss noch ein Schlauch mit rein. Genau, die Kiste ist noch abgedeckt. Was ich jetzt gerne machen würde, ist, ich würde gerne hinten die Gummidichtung einsetzen in die Tür, damit die Tür auch mal fertig ist. Problem ist, wie es dann eben so ist im Leben, ich finde meinen fucking Sekundenkleber nicht. Und da das um diese komischen Ecken drumherum muss, mache ich das immer so. Ich nehme mir meinen Karosseriekleber und lasse dann eine Lücke. Und genau in die Lücke mache ich einen Punkt Sekundenkleber, dass ich im Prinzip die Gummidichtung schon mal in die richtige Form pressen kann. Nur ohne Sekundenkleber brauche ich da nicht anfangen. So, jetzt stehe ich hier, ja, und das erste Mal Leerlauf in dem Projekt. Wirklich Leerlauf. Ja, seit, ich weiß nicht, ich will mal übertreiben, ich sag mal seit 6 Monaten wirklich mal, ich habe heute mal 1 Stunde auf der Terrasse gesessen, wirklich mal Leerlauf einfach. Fühlt sich auch nicht schlecht an. Also es geht wirklich dem Ende entgegen. Letzte große Baustelle, die ich dann wirklich noch habe, ist meine Haube. Ich weiß nämlich mehr wie ihr. Ja, da kann ich nämlich auch noch mal lackieren. Habe ich voll Bock drauf. Diese Schleiferei kotzt mich einfach nur noch an. Aber das ist das i-Tüpfelchen des Ganzen. Und ich will mal gucken, ob ich das hinkriege. So, ja. Was soll ich euch sonst erzählen? Es gibt sonst nichts zu erzählen. Wie gesagt, alles Weitere hole ich euch dazu, wenn es Neuigkeiten gibt bezüglich Motorlauf. Wir fahren die Kiste raus, Probefahrt. Hab nämlich schon mit jemandem gesprochen, kriege wahrscheinlich rote Nummern. Da kann ich die Kiste mal einmal probefahren. Aber das wird alles noch ein bisschen dauern. Genau, das war's eigentlich. Letztendlich, ja, von der guten Laune. Und ach so, es gibt noch eins. Genau, noch ein kleines Manko. Ich muss ihn sowieso abdecken. Dann decken wir ihn jetzt zusammen kurz ab. Raschelt ein bisschen. Aber das kriegen wir ja zusammen hin. So. Ja, Motorhaube, wie ihr seht, ist immer noch nicht drauf. Und die Plane ist auch gut versifft mittlerweile. Eigentlich macht es überhaupt keinen Sinn, die noch drauf zu ziehen groß. So, hätten wir das. Und zwar Wasser, Kühlwasser. Das ist hier quasi der, damit stellt man die Heizung an und aus. Und das Ding tröppelt, das ist undicht. Da das verpresst ist und genietet, mache ich mir jetzt nicht den großen Aufwand und versuche das zu reparieren. Ich habe mir einfach in 16 mm... ich sag mal ein anderes bestellt, nicht das gleiche, ein anderes 16 mm wegen den Schläuchen. Genau, ja, und es gibt noch eins, vielleicht weiß ich nicht, vielleicht ist das für die Ro 80 Fahrer unter euch interessant. Ich hatte ja, wie soll ich es ausdrücken, ich muss unbedingt mal aufräumen. So, ich hatte ja das Problem, dass ich keinen Zündfunken hatte. Und ich hatte ja auf die HKZ getippt, die es ja dann zum Glück doch nicht war. Und diese HKZ ist ziemlich empfindlich, was die Spannung angeht. Und kurzzeitig ist es auch so, also so habe ich es gelesen, ob das stimmt, weiß ich nicht, weil man das kann man nicht messen, sollen darüber mal kurzzeitig 11 Ampere laufen. So, ja. 12 Volt, 11 Ampere, das sind mal eben, ich sag mal so roundabout 120, 130 Watt, die Kiste da mal eben braucht. Und mir wurde gesagt, mach bitte ein extra Kabel von der Batterie über ein Relais. Das habe ich auch hier. Hier ist das Relais, das Kfz-Relais. Und dann gehst du an die HKZ, also dass im Prinzip die Zündung nur noch dieses Relais schaltet. Und das ist auch noch eine Herausforderung, sage ich mal. Also große Herausforderung ist es nicht, es muss einfach getan werden. Bisschen hier Verkabelung, da ist auch ein Stecker dabei. Und dann geht das los. Und die Idee, die ich habe, ist wie folgt. Wir gucken mal nochmal zusammen in den Motorraum. Ich würde dieses Relais ganz gerne, das wird so rum angeschraubt, ganz gerne hier hinschrauben.
So, da würde ich das ganz gerne hinschrauben, weil da ist die HKZ. Da kann ich mit dem Kabel hier rüber. Das sollte ich wohin kriegen. Und die Batterie ist ja auch nicht weit, ne? Ja, der Lappen liegt hier, weil das natürlich alles getropft hat. Und was soll ich euch sagen? Gleich mein Motorraum wieder versaut, ne? Weil was passiert natürlich mit dieser blöden Bremsflüssigkeit? Die greift der Lack an, aber ein anderes Thema. Also, das kommt hier hin mit einer ordentlichen Verkabelung einmal zur Batterie und dann kommt hier das Schaltplus von der Zündung drauf und das Relais schaltet dann im Prinzip den kompletten Strom 1 zu 1 durch auf die HKZ. Das ist mein Plan. Das muss noch getüdelt werden. Das könnte ich jetzt in Ruhe tüdeln eigentlich. Hier bin ich ein bisschen platt. Vielleicht mal am Wochenende. Heute ist Freitag. Wie gesagt, vielleicht mal einfach mal Wochenende. Ich weiß es noch nicht. Auf jeden Fall, ihr seid wieder auf dem aktuellen Stand und ich hole euch dazu, wenn es wirklich hier vorwärts geht und was Neues gibt. Schritt für Schritt geht es voran. Und ich habe jetzt die Tür eingebaut, nachdem ich die ja lackiert habe und geschliffen. Ja, geschliffen sieht man auch noch so ein bisschen. Ich bin nämlich gerade beim Polieren. So, oben ist sie noch schön matt, angeschliffen, 2000er matt, nass. Und unten bin ich gerade am Aufpolieren. So, es ist noch gar nichts drin, wie man hier schön sieht. Ja, die Tür hat nämlich noch kein Schloss. Aus dem einfachen Grunde, ich stelle die Türen immer ohne Schloss ein. So, und die Tür, wie man hier schön sieht, ja, die passt wirklich gut. Das war auch wieder ein Riesengefummel. Und auch gerade, also der RO80 ist da sehr empfindlich. Ich nehme noch mal das Licht dazu. Gerade hier vorne die Kante. So, diese Kante hier, das ist echt extrem einzustellen. Also das Spaltmaß, weil man kann die Tür einmal raus und natürlich dann auch noch so. Ich habe das jetzt, dass das passt. Und wie man hier sieht beim Öffnen, ja, das ist alles ziemlich echt eng. So, ich mache das nochmal mit Licht für euch. Das ist nicht so ganz einfach, alles in einer Hand hier zu halten. Licht und Kamera so. Also, wenn die Tür im Prinzip aufgeht, sieht man das. Das ist ziemlich eng hier. Bei Tageslicht sieht man das natürlich noch viel besser. Und auch wenn die rauskommt, muss man echt aufpassen auf diese Kante, dass diese Nase nicht da drin bleibt und die Kante nicht hier an der Kante hängen bleibt. Das ist nicht ganz so einfach, aber ich finde, ich habe das relativ gut hingekriegt. Und auch das Spaltmaß sieht mal wieder, ich würde sagen, fast tadellos aus. Natürlich geht da noch ein Müh. Ja, ich muss mal gucken, ob ich da noch mal ein bisschen nachstelle. Hier habe ich noch eine ganz kleine Kante. Hier, die Tür müsste noch ein kleines bisschen raus. Vielleicht stelle ich gleich noch mal nach. Jetzt poliere ich die erstmal auf. Und wenn ich die aufpoliert habe, nachdem ich die ja jetzt lackiert habe und geschliffen habe, wie man hier oben sieht, dann zeige ich euch das Ergebnis, wie die nach der Politur aussieht. Ja, so, das ist jetzt mein Ergebnis nach einmal grob schleifen, hätte ich beinahe gesagt, polieren. Also mit einer groben Körnung polieren. Und ja, jetzt werden wir immer feiner, damit wir dann das ordentlich hinbekommen. Im Moment sieht das schon ziemlich gut aus, aber ja, das werdet ihr auf der Kamera nicht sehen. Also wenn ich das Licht wegmache und wir nehmen mal die Lampe als Referenz, nämlich die Neonröhre, ja, und ich laufe dann hier so mal runter, dann sieht man, dass das noch nicht alles so ganz hundertprozentig scharf ist. Ja, das ist jetzt Jammern auf hohem Niveau, ganz klar, aber da gehe ich noch mal drüber und dann ist das gut. So, im Großen und Ganzen sieht das schon ziemlich gut aus hier. Ich das beleuchte auch. Ja, genau. Also man kann das auch zu Hause machen. Wir gehen mal zur anderen Tür, dann zeige ich euch, wie ich das gemacht habe. Ich sagte ja seinerzeit, mit kleineren Dingen, also eine Tür ist jetzt nicht super klein, aber mit kleineren Dingen geht das einwandfrei. Lackiert habe ich das alles hier hinten hier in meiner, ja, da steht das Auto, das habe ich abgedeckt. Und hier, also wer Bock auf den Dreck hat, kann sich das gerne antun. Das Schlimme ist nämlich, hier mal so guckt, das ist Spritstaub gepaart mit Schleifstaub letztendlich. Genau. Aber darum geht es ja gar nicht. Also, die ganzen Türen habe ich nochmal komplett angeschliffen und habe im Prinzip genau bis hierhin, bis zur Kante schwarz gemacht. Und dann habe ich die ganze Tür komplett
mit Klarlack nochmal gemacht. Das ist im Prinzip alles. So. Und da bin ich hingegangen. Ja, genau wegen solchen Dingen hier. Ja, kann man schön sehen, ne? Kann man schön sehen. Da ist so ein kleiner Pickel drin. Ja, ist einfach ein Tropfen. Weiß ich nicht. Ein Tropfen Klarlack. Letztendlich. Und genau um sowas rauszukriegen, 2000er Schleifpapier, nass, einmal schleifen, 5000er Schleifpapier, nochmal nass schleifen und dann aufpolieren. Und dann wird das im Prinzip, ja, die sieht vom Weiten jetzt schon gut aus, ja, das wird ein Spiegel zum Schluss. Also wie gesagt, mit Kleinigkeiten und ein bisschen Liebe und ein bisschen Aufwand, wer da Bock drauf hat, das kriegt man definitiv auch zu Hause hin. Ist halt ein langwieriger Prozess, weil erst die ganze Vorbereitung mit dem Schleifen und so weiter und so fort, da muss man natürlich vielleicht noch hier und da eine Delle rausmachen, kostet Zeit, ja, bis man da Lack aufträgt, ich sag mal so 3, 4, 5 Abende, nur reine Schleifarbeit, dann den Lack, ja, der wird dann nochmal zwischengeschliffen, auch nass, ja, mit dem 1000er zum Beispiel oder 2000er und dann nochmal Klarlack und den dann auch nochmal schleifen. Ja, im Prinzip zweimal schleifen und dann nochmal aufpolieren. Naja, man kann es auch zum Lackierer geben. So, genau. Ja, also Türen, ne, wie ihr seht, bin ich dran. Und die zweite kommt dann auch irgendwie rein. Schauen wir mal. Das fühlt sich richtig gut an. Das fühlt sich richtig gut an. Also ist wieder ein Haufen passiert. Wie ihr seht, die Tür ist komplett drin. Die schließt auch, ist auch richtig eingestellt. Zeige ich euch natürlich gleich noch von der anderen Seite. Aber das hier, das fühlt sich schon mal richtig gut an. Jetzt sind noch so ein paar andere Dinge aufgetaucht. Naja, wie soll es anders sein? Ich habe so eine kleine Öllecktage. Die habe ich auch gefunden. Und mein Kühlwassersystem spuckt auch ein bisschen Wasser. Auch das habe ich gefunden. Da kommen noch mal neue Teile. Beziehungsweise fürs Wasser kommt noch mal ein neues Teil. Hauptbremszylinder, ja, Hauptbremszylinder ist ja auch undicht gewesen. Den habe ich gefunden im Netz. Der kommt auch die Tage noch. Ja, jetzt sind so kleine Baustellen, die noch erledigt werden müssen. Aber ich muss gestehen, lieber jetzt hier in der Garage, als wenn ich irgendwo unterwegs bin. Also dann lieber alles hier jetzt. Dann tröppelt das Ding halt ein bisschen, bla bla bla. Aber dann kann ich das alles noch bauen, bevor ich da auf der Straße irgendwo stehe. Und gerade mal so Hauptbremszylinder, ja, kein Druck mehr. Das wäre halt total doof. Ja, damit kann man halt nicht oder schlecht nach Hause fahren, sage ich mal. Genau. Ich zeige euch jetzt so ein paar Dinge. Und ja, vielleicht genieße ich das auch einfach noch ein bisschen hier. Und bleib einfach sitzen heute Abend. Und mach gar nichts mehr. So, da ich gerade auf der Beifahrerseite stehe, ne, also natürlich, die Tür muss noch komplettiert werden. Die muss ich aber nochmal polieren. Die ist noch nicht hundertprozentig. So, gehen wir weiter. Und Öllecktage. Naja, was habe ich am Anfang des Videos irgendwann mal oder der Videoreihe irgendwann mal gesagt? Ich und Dichtigkeit, wir werden keine Freunde. Und das bestätigt sich auch wieder. Und zwar, ich habe doch hier meine schönen Zusatzsensoren reingebaut. Und was soll ich sagen? Was ist undicht? Genau. Es ist nämlich undicht einmal der Flansch hier unten. Ja, kann man das sehen? Hier, wo mein Finger ist. Ja, weiß ich gar nicht. Jetzt kann man das sehen. Da ist undicht. Da tropft's raus. Und einmal hier an dem Sensor, der tropft auch so. Und wenn da natürlich Druck drauf ist, ja, dann ja, spritzen tut es nicht, aber er drückt es halt raus. Hauptbremszylinder ausgebaut, liegt auf der Werkbank, zeige ich gleich. Und da, wie gesagt, tröppelt halt immer noch mein Wasser raus von diesem Heizungsventil. Da gibt es aber Neues. So, soll alles nächste Woche kommen. Ich bin gespannt. Somit ist es natürlich so. Fahren verschiebt sich schon wieder um eine Woche. Ich hatte ja gesagt, es schiebt sich wahrscheinlich doch eher in den Sommer. Naja, eine Woche hin oder her, egal. So, ich habe gesagt, Motorhaube. So, und jetzt könnt ihr euch das alles angucken, ne? Motorhaube Innenseite, das wusste ich ganz genau, dass das so aussieht. Und das sieht auch nicht schick aus, muss ich gestehen. Und so baue ich die natürlich nicht ein. Wer hätte das gedacht? Ja? Ich war jung, ich brauchte das Geld und ich habe das hier einfach nur mit irgendeiner billigen Farbe mal einmal übergepinselt. So, und ich weiß, dass die Wasserpumpe kaputt war und hier ist immer das Wasser dran geflogen an die Scheiße. Heißes Wasser. Ja, ne? Keine Farbe dieses Planeten hält heißes Wasser.
Ja, nicht angeschliffen vorher, ja, man hatte halt keine Ahnung, ne? Man hatte eben, man war jung, man brauchte das Geld. Egal, whatever. Brauche ich nicht viel zu erzählen, ja. Einmal komplett innen schick machen, umdrehen, polieren, da drauf schmeißen. So, kommen wir zu dem heutigen Tagesziel, was ich erreicht habe, nämlich Fahrertür. So, Fahrertür. Wenn mein Hund mal vorkommen würde, komm mal vor, Kleiner. So. Das ist meine Fahrertür und wie ich finde, die ist ganz gut geworden. Auch die Lackierung ist gut geworden. Die Spaltmaße sind nahezu perfekt, ja, wie das eben so bei einem 50 Jahre alten Auto halt machbar ist. Naja, hier müsste ich vielleicht mal ein Licht holen für uns. Das ist halt immer das Gleiche, aber das kriegen wir auch hin. So, ein Licht für das Spaltmaß. So, auch das Spaltmaß ist ziemlich geil. Das ist ziemlich geil, ne? Hier unten ist es ein bisschen enger, aber ich krieg's nicht weiter eingestellt. Die Schrauben sind auch, oder beziehungsweise die Schrauben nicht als solches, aber ja, Brille runter, ne? Die Langlöcher, die sind so, da ist so viel dran umgeschraubt worden schon und die Schrauben so angeballert worden, dass es immer so krack, immer in so eine Rille reinrutscht. Es ist ziemlich nervenaufreibend, die Tür einzustellen, also wirklich. So, nichtsdestotrotz, was ich mega geil finde nach wie vor, ist das Interieur. So, auch die Tür hat natürlich ihr Interieur bekommen. So, ich mache das auch noch ein bisschen mit Licht, begleite ich das. Hat natürlich ihr Interieur bekommen, ja. Also die Türen sind im Prinzip vom Design her, egal ob nun hinten, oder vorne, sind die alle fast gleich. Ja, vom Interieur. Ja, die kann ich sogar ein bisschen weiter aufmachen. Ich finde das nach wie vor super schick. Schwarzes Auto, schwarzes Interieur, nice. So, das ist die einzigste Tür hier, die schon die Gummidichtung hat und die Gummidichtung ist auch eingeklebt. Das habe ich dann noch mal dreimal vor. Und das ist auch gar nicht so einfach, diese Türdichtung hier in diese Riefenreihe hier richtig reinzukleben. Das ist nicht so einfach. Ich hafte die immer kurz zwischenzeitlich mit Sekundenkleber. Also wenn die dann um die Ecke müssen und die wollen nicht, da kommt ein Punkt Sekundenkleber, wieder ein bisschen Karosseriekleber, klack, Sekundenkleber und so weiter. Ein satter Tür-Sound. Auch hier natürlich schön ausgedämmt alles, ne? Wie sich das gehört. Ja, da seid ihr auf dem aktuellen Stand. Ach so, Hauptbremszylinder. Ja, wo liegt er denn? Na toll, ne? Das ist, wenn man arbeitet. Wer nichts macht, macht keine Fehler und macht auch keine Unordnung. So, das ist mein Hauptbremszylinder. So, und ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Ich hatte den auseinander. Also hier hinter sitzen, sage ich mal, die sehen aus wie Simmerringe. Das sind aber keine Simmerringe, das ist irgendwas anderes. Und die sind undicht. So, Punkt. Ganz kurz erklärt. Und natürlich diese Zwischengummis hier sind neu. Ich habe das ganze Ding neu und ich hoffe, dass diese Gummis dabei sind. Wenn nicht, ist nicht schlimm. Ich habe die Gummis nochmal gefunden, habe sie extra gekauft. Also auf Nummer sicher. Und dann tausche ich den ganzen Hauptbremszylinder aus. Da mache ich jetzt kein Fehlerlesen, weil Bremse ist dann eben doch schon ein bisschen wichtig. In meinem Alter und in meinen Augen sowieso. Ja. Andere würden vielleicht mit der Handbremse fahren, ich nicht. Nein, 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 nein. Also Bremse ist für mich schon echt wichtig. Das muss alles funktionieren. Ja, alles, was hat mir mal jemand gesagt, an einem Fahrzeug muss alles mit B auf jeden Fall funktionieren. Das ist Beleuchtung und Bremsen. So, ihr wisst ja Bescheid. Ja, das ist aktueller Stand der Dinge. Und jetzt könnt ihr mir quasi die Daumen drücken, wann es dann losgeht mit der ersten Probefahrt. Genau, Motor noch ein bisschen einstellen, nochmal Zündung abblitzen und dann müssen wir mal gucken, wie das Ganze getüdelt wird. Das soll es gewesen sein von diesem Video. Ich hole euch dann wieder dazu im nächsten, wenn es wieder richtig was zu sehen gibt. Jetzt ist nur noch Tüdelei angesagt. Ich wünsche euch alles Gute. Wie gesagt, hinterlasst mir einen Daumen. Abo wäre cool. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.